Okay. So, dann haben wir also wirklich absolut gefailt. Das war der Mega-Fail. Reden wir mit dem Holzfäller mal. Welcome, Traveler. Hi. Drink with me, you cocksucker. Fucking knock back a few so as my mates are raised peaceful. Something plowed them up good. But I don't know what it was. Don't know who or what to curse. Talk to one Breen Hotch. Told me all about your comrade's death. Noble liquor. We tried to explain. Some horror was prowling the forest. He refused to believe it. He's hired me. Wants me to find the beast that attacked you and your friends. Is that so? Well, I take back what I said. Good man, Breen. Though a halfling. Tell me about the attack. What do you remember? We were making our way out of the forest. Loaded with wood like pack horses. All of a sudden we heard a bloody howl. Like a wolf's. Pack leaders. We legged it, but then the cartwheel got stuck. Magnus Rector hollered I should run to the hut for the crossbows. So I ran. Come back to the woods. Bloody plowing massacre. Couldn't tell me mates apart. Thanks. Really helpful that. Kill the bugger. Will you? Meine Fresse, ey, wie blöd kann man eigentlich sein? Kotzt mich einfach immer noch alles an, was ich gerade verkackt habe, ne? Ey, die hatte den Sieg sicher in der Tasche und dann diese scheiß Verbrennenkarte. Ah! Okay, dann mal ab zu diesem wunderschönen Wald. Muss jetzt erstmal Luft machen, meiner Wut, und ein bisschen Monster töten. Oh Mann, es lief so scheiße gut. Ich habe den total ausgekommen und alles. Nein! Ah, okay. Komm mal her. Ups. Hehe. Cool, oder? Ja, da lacht der Kleine. Okay. Dann einmal. Fun Fact, die hat gar keinen Euter. Okay. Dann mal rüber. Sie streiten sich um die Kuh. Wundervoll. Der verkauft einfach das Letzte, was er noch hat. Und die wollen ihn runterhandeln. Ach ja, Krieg. So, hoppsala. Ach man, habt ihr nicht so Plötze. Raus aus dem Fluss, aber mal ein bisschen plötzlich. Oh Gott. Weißt du, querfeld einreiten ist eine ganz blöde Idee hier. Ich merk's gerade. Oh, was ist das denn hier? Da wollen sie fest vorbereiten. Oh, wie niedlich. Okay. Dürfte der Wald hier sein, wahrscheinlich. Plötze kommt irgendwie nicht... Was macht sie denn hier? Guck mal, wie die rumbackt. Okay, Plötze kann scheinbar nicht weiterreiten. Hier ist eine unsichtbare Wand für Pferde. Also, das ist keine Bestie, das sind Wölfe. Und nicht mal irgendwelche Starken dazu. Aber ich glaube auch nicht, dass es... sich hier um den von uns gesuchten Bestien-Döns handelt. So, einfach mal töten. Und dann endlich weiter in den Wald hinein. Ich denke mal, dass es sich, wie gesagt, um diesen Wald hier handeln sollte. Ganz schön fettes Teil, was er hier gekauft hat. Wenn das sein gesamter Wald ist. Wow. Bin beeindruckt. Da hätte er echt schön viel Geld machen können mit. Ja, ja. So. Die Holzfütterhütte? Ich habe genau gesehen, dass ich was untersuchen kann, also untersuche bitte. Deep ruts. Logger's wagon must have stopped here. Then they went down this road, probably towards their clearing. Okay, mal schauen. Ja, hier sind sie die ganze Zeit lang gefahren. Da sind ein paar Wölfe noch im Wald. Die sollte man sich vielleicht mal ganz kurz kümmern. Ah, hier sind Neckar. Niedliche kleine Neckar. Der Neckar ist im Boden gewesen. So, perfekt. Musste mal ganz kurz erledigt werden. Okay, dann gucken wir uns mal weiter um. Also, dort entlang.
Tja, das sieht aus wie ein Holzfällerwagen. Jojojojojo. Okay, und hier sind tote Leute. Two dwarves and something big. Oh ja, das hier sieht richtig big aus. Okay, hier, warte, Fußspuren. Na, möchtest du bitte mal? A dwarf went this way. Okay. Ah, da. Roots pinned this one to the ground, so hard he suffocated. Irgendein Waldmonster-Ding? Keine Ahnung, wie man die Dinger da nennt. Schauen wir einfach mal. Bautruckel, genau. Ah, hier ist noch einer. Hallo. Na, willst du dich untersuchen lassen? Nee? Doch. Wounded dwarf tried to flee, bleeding heavily. Sieht nicht gut aus in seinem Rücken da. Das sieht eher aus, als würde ein bisschen wehtun. Okay. Noch in eine andere Richtung jemand weggelaufen? Nee, scheinbar nicht. Ah. Clawed the rock. Must have been angry and strong. Ach, jetzt darf ich ihn untersuchen. Bled to death. Everything says Leshen. A young one. Must have arrived here recently. Need to find its totem. Crows, sir. Totem. Should find some near the totem. Ach du Scheiße, Totem. Okay, warte mal. Bestiarium. Wahrscheinlich kein Konstrukt, sondern ein Relikt. Mal wieder. Kernun, da. Novigrad, die größte Stadt der Welt, das Zentrum der Zivilisation, der lebende Beweis, so hofft man jedenfalls der menschlichen Fähigkeit, die Natur zu zähmen und zu kontrollieren. Doch vor den Toren der Stadt liegt die Wildnis von Novigrad und ein jeder, der sie betritt, merkt schnell, dass sich die Vorherrschaft der Menschen nicht über die Stadtmauer hinaus erstreckt. Eines der Monster, das im dichten Wald einen Unterschlupf gefunden hatte, war ein alter mächtiger Waldschrat. Er tötete jeden, der in sein Territorium eindrang, mit typischer Grausamkeit. Er zerfleischte sie mit seinen rasiermesserscharfen Klauen, ließ Würgepflanzen aus dem Boden wachsen oder verfütterte die Opfer an hungrige Wölfe. Wäre er nicht empfindlich gegen Feuer und gäbe es nicht noch das Gwen-Zeichen, könnte wohl nicht einmal der tapferste Hexer der Welt dieses Ungeheuer zur Strecke bringen. Ha! Das werden wir ja sehen. Ich bringe das Ungeheuer zur Strecke, ohne ein einziges Zeichen oder so einen Scheiß einzusetzen. Nicht mal Öl. Aber ich mache das jetzt nicht, weil es dafür ein Achievement gibt. Okay. Dann schauen wir mal da drüben nach. Ups, hier rüber bitte. Dankeschön. Ordinary Ravens looks like. No sign of a totem. Okay. Dort entlang. Ja, da hinten sind welche. Komm. Boah, auf einmal sind hier so viele Raben. Wisst ihr, waren vorher nicht da. Warte mal, sind wir gerade in dem Wald? Tatsächlich, wir sind gerade in diesem Wald hier mit dem Leuchtturm. Das ist ja interessant. Interessant deswegen, weil wir ja hier Raben über den Weg gelaufen sind. Die waren also schon vor der Quest da. Nettes Detail. Ah, das sieht doch eher nach einem Kampfschauplatz aus. Behold, a Leshen's totem. Now, to destroy it. Ought to piss it off, make it leave its lair. Indem du sein Totem zerstörst. Okay. Bam. Okay, so nicht. Bam. Ha! Friss das! Boah, bin ich nicht provokant? Ich bin so fucking provokant. Oh. Krasses Ding. Wow, das Ding ist heftig.
Oh, das hält viel aus. Es hält verdammt viel aus. Okay, wo kommt er als nächstes? Da kommt er auf. Taucht er auf. Okay. Guck mal, ich weich aus. Wow, hey, hast du gedacht, dass ich darauf reinfalle? Okay, wo kommst du hin? Upsala, da drüben. Ha, als ob. Lass einfach mal zuschlagen. Das würde wesentlich mehr ausmachen, weißt du? Ha, so, genau so wollte ich das. Okay, warte. Oh, das tat sogar fast weh. Aber auch nur fast. Irgendwie sollte er jetzt mal wieder auftauchen. Hey, hör auf, mir weh zu tun. Au, ah, siehst du? So meinte ich das. Das tat nämlich weh. Okay, aua, hey. Scheiß Krähen. Könnte meinen, dass sie was gegen mich haben. Okay, aber der hält verdammt viel aus, der Kerl. Das ist beeindruckend. Macht zwar kaum Schaden, aber hält viel aus. Oh, okay. Warte, so viel zum kaum Schaden machen. Hehe, hehe. Wo hinten ist er? Da hinten taucht er auf. Okay. So, wohin als nächstes? Aua! Ey! Ey, das ist ja nicht mal fair. Bist du mitten, wenn ich. Die kann ja nicht mal ausweichen. Ist ja unfair. Au. Scheiß Krähen, tu mir weh. Jetzt ist einfach ein Wolf auf mich. Und der Wolf haut ab die ganze Zeit. Hör auf abzuhauen. So. Au. Ah, komm schon. Okay, komm her. Ach, komm. Irgendwie verstehe ich das nicht. Also, irgendwas hat er, was ich nicht verstehe an System. Egal, letztes Drittel. Haben wir gleich. Aua! Mann, diese scheiß Krähen! Hör auf auszuweichen, du scheiß Wolf. Okay, warte mal, was kommt denn da jetzt noch an? Noch ein Wolf. So, aber den mache ich mit einem Schlag platt. Okay. Er wird jetzt wieder sein Rankengedöns einsetzen, genau. Aber dann kann er mir halt nichts, zum Glück. Aber das Problem ist, ich kann ihm halt auch nichts. Ach, komm schon. Ey, kann man ihn so mal treffen? Oh, da ist ein Zwerg. Seit wann ist der denn da? Das ist ja lustig. Ach, verdammt, der taucht nur ganz kurz auf. Hat er mich voll verarscht. Hier sind gerade mehrere Zwerge, oder? Ich habe gerade einen Pfeil fliegen sehen. Ja, da sind mehrere Zwerge. Geil, der Typ hilft mir. Das ist nur eine Illusion. Er wird gerade nicht auf der Karte angezeigt. Jetzt ist er da. Okay, gleich haben wir ihn. Ja, noch nicht ganz. Noch nicht ganz, aber fast. Und unsere Schwerter sind auch gleich alle down. Alle beide. Ups, aua. Ah, da ist er.
Ja, da haben wir ihn. Au, 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 aua. Sieht gar nicht angenehm aus, der arme Kerl. Egal, gib mal deinen Kopf her. Perfekt. So. Danke, Zwerge. Nee, warte mal, jetzt sind die Zwerge auf einmal doch tot. Oder? Es ist keine mehr da. The fuck? Ha, egal. Okay, würde dann ganz gerne mal schwarzes Einhorn. Bessere Schnallwaffe. Aber auch nicht unbedingt sehr viel besser, ne? Nee. Ach, behalten wir mal unsere normale Schallwaffe. Die sieht wesentlich cooler aus. Guckt euch das Ding mal an. So, okay, dann auf nach Plötze 666 Schritte. Woo! Party hart. Okay. Dann haben wir, wie gesagt, jetzt rüber. Oh, was haben wir denn hier? Ah! Ach, nee. Ein Skoyatell-Lager. Uns haben die Skoyatell gerade geholfen. Da fragt der ganze Wald von dem Typ, bis man Skoyatell durchforstet. Na super. Hey. It's you. I'll never forget you. I must thank you once more. Wer bist du? You know me? Where from? We met long ago in Broccolon. Possible, but can't say I remember. No surprise. You were badly wounded then. If not for the Dryad's care, it's unlikely you would have survived. Ah! Long time ago. Jetzt weiß ich, wer es ist. Also, so woher? Long, it feels like it happened in another life. Life. Maybe that's not so far from the truth. Gut, kann man halt nicht wissen, be glad, ne? To glance at what you're selling. Okay, zeig mal her. Du hast keine Karten zu verkaufen, das macht dich schon mal wesentlich uninteressanter für mich. Du hast natürlich ein schönes Schwert zu verkaufen, was nicht unbedingt schlecht ist. Bücher hast du auch, zum Beispiel. Elfische Wissende. Und Monumente Elfum. Ich weiß auch direkt, was es ist, natürlich. Ansonsten hast du ein paar Schemata. Zeig mal, kleine Glyphe, Artglyphe, Axiglyphe, Runenstein, Rune, Glyphe, Rune, Duf, Dev, Doof, Darf, Zeug. Okay, also nichts Besonderes. Ansonsten vielleicht nochmal hier ein bisschen, das sind, glaube ich, Glyphen sind für Rüstung, ne? Und Waffen sind die Runen dann. Ja, kaufen wir mal ein bisschen Honig. Ein paar Bratäpfel, Blaubeeren, Obst und so ein Scheiß halt, ne, damit wir schön gesund leben. Hexer muss ja immer wieder auf seine Ernährung achten. Bam, durch diese scheiß Glyphe, die ich gerade versehentlich gekauft habe, ist unser ganzes Geld schon mal weg. Wunderbar. Hier, super, bringt uns 109 ein, hat uns 1000 gekostet. Mal die beiden mal raus. Das mal raus. Das mal raus. Das mal raus. Okay. Und wiedersehen. War fail, du Failer. Ha. Okay. Und dann ignorieren wir den Rest des Skoyatell-Lagers mal. Es ist ganz interessant, dass hier einfach mal Skoyatell rumhocken. Okay, wir meditieren einfach mal ganz kurz ein Stündchen. Um Schwalben aufzufüllen und um wieder voll im Leben zu sein. Und dann kommt Roach hier hoffentlich irgendwann mal durch. Meine Fresse. So. Geht doch. Das heißt, wir wurden gerade von Skoyatell gerettet. Beziehungsweise eigentlich nicht. Die standen nur nebenbei rum. Aber Skoyatell hat uns immer in unserem Kampf unterstützt. Was ja auch schon mal mehr als genug ist. Ja, scheiß Pferd, ne? Achso, nee, da haben Wölfe. Aber die bleiben ja zum Glück im Wald drin. Was machst du denn da? Oh, es ist niedlich. Muss ich gleich mal töten vor Niedlichkeit. Plötzlich hockt da oben rum. Dich holen wir mal, wenn wir wieder in einem Gebiet sind, in dem wir irgendwie halbwegs ordentlich was machen können. Hier ist es viel zu durcheinander. Ganz interessant ist, dass direkt neben dem Anderlingsteil der Stadt Yes, especially nice in wartime, when so many have been stripped of that feeling, deprived of life. The war will never arrive here. Novigrad's rulers are too prudent to allow it.
So, genau. Hier wollte ich gerne mal Plötze rufen, denn hier kann Plötze wahrscheinlich auch mal was machen, auch wenn Plötze vor der dämlichsten Position aller Zeiten kommt. Okay, da stehst du ganz gut. Ab. Jo. Frag mich nicht sowas Dämliches, ich will nichts von dir. Kein Interesse. Danke. Jo, dann mal immer noch auf zum scheiß Wirtshaus. Mit dem blödesten Wirt aller Zeiten. Ich hasse den Kerl. Hier lang bitte, danke. Und dann darüber. Eieieiei. Hier längs. Und dann sind wir auch schon. Sind wir auch schon da. Perfekt. Pops. Und einmal runtergesprungen. Perfekt, Geralt. Ah, schön. Ey, so langweilig sind bei den Let's Plays gar nicht. Okay, komm mal her. Welcome, Master Witcher. Moin. Auftrag erledigt. Ich killed the Russian and attacked the Lumberjacks. Oh, that's wonderful. Grand even. I'll have to find some new loggers. But there's no shortage of folk looking for work. But can I be certain? No other lesson will show. It's possible, I suppose. I have to find a Witcher if it happens. Aye, yes, yes. Well, your due reward. I'm not the kind not to pay for a job well done. Danke. Farewell. Yay, 195 Kronen. Halt die Klappe und spiel Gwent. Die Rache ist mein. Ah, kotzt mich das immer noch an, ey. Sieg in der Tasche und dann so ein Scheiß. Okay, yo, ist in Ordnung so. Und da haben wir direkt mal den mysteriösen Elf. So, dass er zwei Karten spielen kann. Perfekt. Ich habe natürlich niemanden. Okay. Dann zeig mal, was du so auf der Hand hast. Gavin. Hi. Na, was geht? Hier nochmal ein Fernkämpfer. Und da kommt der erste Zwergenscharmützler. Ich habe es doch geahnt. Als ob sich das jemals ändern würde mit den Leuten hier. Oh Mann. Und der Afghan-Unterstützer, genau. Einfach so ein Spam, es ist nicht zum Aushalten. Okay, komm, ich passe. Und den Jorvet direkt mal rausgehauen, noch Mann. Ah! Mein Gegner passt. Okay. Dann passe ich jetzt auch mal. Ich wünsche, ich hätte die Puppe, ne? Jetzt habe ich gerade... Ah, sehr gut, das passt. Oh! Ist so lächerlich. Ach, er hat sowieso noch Verbrennen drauf und wird mir meine letzte Karte raushauen. Und die Heilerin. Ja. Der hat sowieso gewonnen. Sagen wir so einfach, wie es ist. Jetzt kommt Verbrennen. Nein, doch nicht. Aber warte mal, er kann nicht Verbrennen spielen. Das würde ihn nämlich 10 abziehen. Das heißt, fuck, wenn ich jetzt Rittersporn spiele, wird er Verbrennen spielen können und meine Karten weghauen. Das kotzt mich so an, dass man nicht für eine Runde passen kann. Ich spiele mal gutes Wetter. Spielt auch gutes Wetter. Okay, ich kenne eigentlich schon seine letzte Karte. Ich spiele trotzdem einfach mal Rittersporn aus. Wir werden... Ja, ihr könnt jetzt gleich sehen. Warte. Achtung. Und? Komm, gib's mir. Ja, war klar. Es war so fucking klar. Dieses Spiel ist so unfair. Es ist so fucking unfair. Es ist das lächerlichste Scheiß. Er hat immer Verbrennen auf der Hand. Könnt ihr euch erzählen, dass es Zufall ist? Das ist einfach immer so. So viele Verbrennenkarten kannst du gar nicht in der Hand haben, dass du die zufälliger... Nein, nicht aufgeben. Spiel starten, Pfeife. Okay. Noch eine blaue Stroh, wenn dann Roche. Wir haben endlich mal eine gute Karte auf der Hand. Ah, da haben wir den Blue Stripe. Wundervoll. So, na denn, wünsche ich dir erstmal viel Spaß damit, deine ganzen lächerlichen Arschkarten rauszuspielen. Jo, das sind immer noch keine lächerlichen Arschkarten. Ich warte gerade auf deine Spammer. Was hat eigentlich Roche für eine Fähigkeit? Er
Ach so, nicht von Sonderfähigkeiten und Spezialfähigkeiten betroffen. Okay, naja. Spielen wir dich mal. Ach, da ist er ja. Ich habe schon drauf gewartet, weil der kommt hundertprozentig halt, ne? Okay, leider müssen wir noch eine Karte abwarten. Dann muss ich jetzt unseren Belagerungsexperten mal ausspielen. Mein Gegner passt. Das überrascht mich jetzt gerade, um ehrlich zu sein. Frage ist, wie machen wir das jetzt? Wir können auf jeden Fall gewinnen. Halt mit hohem Einsatz. Okay, eine Runde gewonnen. Hoffentlich ziehen wir jetzt eine ordentliche Karte. Ist akzeptabel. Raus mit dir. Milva. Na? Ja, wir haben eigentlich verloren, glaube ich. Er hat hundertprozentig noch ein Verbrennen auf der Hand. Spielen wir einfach raus. Wir haben, ja, wir haben verloren, weil er einfach drei Karten mehr hat als wir. Okay. Wo hat er eigentlich so viele Karten? Ach ja, wir haben die ganze Zeit ausgespielt, während er noch gepasst hat, ne? Ja, wir haben verloren. Braucht man hier gar nicht mehr irgendwie das Gegenteil einzureden. Mein Gegner passt. Ja, selbst wenn er passt, ist es egal. Wow, was? Gewonnen. Yay. Unentschieden. Bitches. Juhu.